In Zierenberg kam es in der Nacht auf Samstag etwa gegen 1 Uhr in einem landwirtschaftlichen Anwesen zu einem Großbrand. Ein zufällig vorbeifahrender Pkw-Fahrer hatte das Feuer entdeckt und den Notruf abgesetzt. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte einen großen Feuerschein erkennen. Aus bisher nicht geklärter Ursache standen bereits mehrere hundert Rundballen und ein Traktor im Vollbrand. Ein weiterer Traktor konnte vom Eigentümer in Sicherheit gebracht werden. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Stall mit rund 450 Schafen. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Der Stall wurde belüftet, damit die Tiere vom Rauch geschützt waren. Einsatzleiter Matthias Brandau sagte im Interview, 10 Minuten später hätten wir ein anderes Szenario gehabt. Die Rundballen konnten unter Aufsicht der Feuerwehr kontrolliert abbrennen. Zu Beginn des Einsatzes musste die Wasserversorgung über Tankfahrzeuge gewährleistet werden. Mit Unterstützung der Kameraden aus Oberelsungen konnten Schlauchleitungen zu einem nahegelegenen Bach verlegt und somit die Versorgung zu 100% sichergestellt werden. Während des Einsatzes wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Es gab einen verletzten Feuerwehrmann, der im Artenschutzeinsatz leichte Kreislaufprobleme hatte. War auch daher zu rühren, dass er schon länger eigentlich nichts mehr gegessen hatte. Hatte auch schon, sag ich mal, die Wasserversorgung mit aufgebaut und dann noch den Artenschutzeinsatz. Und da war dann mal kurzzeitig ein Kreislaufdefizit, was aber dann durch den Rettungsdienst entsprechend kontrolliert wurde und nach Flüssigkeitsaufnahme der Feuerwehrkraft wieder nach einer ambulanten Behandlung wieder fit ist. Die Brandbekämpfung zog sich bis in die Mittagsstunden. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.